Christmas. Boah. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist jetzt 8 Uhr und ich bringe jetzt Leona in die Kita, nehme Pauline mit, dann muss ich gleich noch zum Friseur. Wir packen jetzt alles zusammen und dann geht's auch schon los. Viel Spaß beim Video. Leona hat heute ein Mickey-Maus-Kleid an von H&M. Schick, schick. Ab in den Kindergarten. Schönes Wetter. Eigentlich hätten wir zu Fuß gehen können, aber Mama muss zum Friseur, ne? Morgen, Schatz. Willst du morgen mit Fahrrad zum Kindergarten? Ja? Vielleicht macht Papa heute das Planschbecken wieder auf. Ja. Aber ganz schnell, weil ich freue mich und mein Bauch sagt, dann möchte ich am Planschbecken jetzt. Dein Bauch sagt, du möchtest ins Planschbecken. Nee, wie süß. Ganz schnell. Ganz schnell. Aber du hast gut geschlafen, ne? Ja. Schön. So, wir sind da. Aufsteigen. So. Leona ist jetzt im Kindergarten. Es ist immer anstrengend, die Babyschale für die paar Minuten rein und raus zu schleppen. Und dann kann Leona sich auch ordentlich von ihr verabschieden. Sie gibt ihr immer noch ein Küsschen und alle Kinder gucken immer sagen immer Baby. Ich hole mir jetzt was zum Frühstücken aus der Bäckerei. Und dann wollte ich noch zum Juwelier meinen Verlobungsring anpassen lassen. Der ist ein bisschen zu groß nach der Schwangerschaft. Ich denke mal wegen den Wasseranlagerungen, die jetzt weg sind. Und dann wollte ich noch das Datum eingravieren lassen von uns. 31.03.2016. Das Video kann ich euch gerne auch noch mal unten in die Infobox setzen. So, wieder zu Hause. Pauline schläft. Ich werde jetzt noch schnell frühstücken. Ich habe mir eine Laugenstange geholt und ein Schokocroissant. Aber Schokocroissant wollte ich mitnehmen zum Friseur. Als kleiner Nachtisch bzw. als Zwischensnack, genau. Eine Laugenstange, nichts Besonderes. Dazu trinke ich ganz normales Wasser. Es ist jetzt kurz vor 9, ich bin etwas früh dran heute. Um 9 Uhr machen erst die Geschäfte in meiner Stadt auf, das heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Und um 9 Uhr macht auch der Friseur auf, dann kann ich da anrufen und fragen, ob ich früher dran komme. Genau, ich esse jetzt erstmal. Hi Leute, ich bin wieder zurück vom Friseur und ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich mein Handy nicht wiederfinde. Ich habe es noch eben bei mir gehabt. Nach dem Kindergarten und dann zu Hause. Es ist weg. Mir kribbelt in den Fingern. Ich finde mein Handy nicht mehr. Nicht, dass ich das irgendwo unterwegs verloren habe. Aber ich habe mein ganzes Auto jetzt schon dreimal abgesucht. Ich habe die Wickeltasche abgesucht. So sehen jetzt meine Haare übrigens aus. Ich habe nur den Ansatz wieder nachstrehen lassen. Und ein ganz bisschen ist abgekommen, weil die so kaputt aussahen. Die waren auch kaputt. Die sahen nicht nur so aus. Zeig euch das mal. So. Sind die auch voll da unten. Auf jeden Fall habe ich gerade voll den Horrortrip mit meinem Handy. Man fühlt sich ja schon nackt. Und da ist man überall angemeldet, wenn es jetzt verloren wäre. Wäre eine Katastrophe. Und ich bin mir so sicher, dass ich das in die Wickeltasche getan habe, aber es ist da nicht drin. Es ist nicht da drin. Wo ist mein Handy? Ich habe jetzt bestimmt wirklich schon jeden Raum dreimal durchsucht und geguckt. Und ich finde es nicht. Und Pauline weint. Ich freue mich gerade voll. Ich glaube, man sieht es, ne? Ich habe voll das breite Grinsen auf dem Backen. Ich habe gerade eure Kommentare kommentiert im letzten Vlog und habe dabei gesehen, dass die liebe Mary M., früher noch Beauty Peachy, da kannte ich sie auch schon, mir kommentiert hat, sehr, sehr lieber Kommentar, dass sie meine Vlogs liebt und deswegen strahle ich gerade so. Also, Liebes, wenn du das siehst, ich freue mich wirklich, dass du mir kommentiert hast und dass du gerne unsere Videos schaust. Ja, ich bin gerade ein bisschen baff. Ich schaue aber auch sehr gerne deren Daily Vlogs mit dem Tobias. Ist auch immer interessant, da gibt es auch immer einiges zu sehen. Ich kann euch gerne mal den Link von ihr in der Infobox setzen, die sie noch nicht kennen. Aber sie ist ja schon ein alter Hase auf YouTube. So, unsere Pauline schläft. Nuckelt vor sich hin. Leute, ich gucke gerade ernsthaft in unserem Kühlschrank, ob mein Handy hier liegt. Das ist mir nämlich schon mal passiert, dass das Handy nachher in so einer Brotdose lag. Ich bin ganz schön verplant manchmal. Und wenn Alex gleich wiederkommt, werde ich nochmal in Ruhe im Auto gucken. Aber da ist es auch nicht. Ich habe schon unter den Sitzen überall geguckt. Da ist doch schon einiges abgekommen von der Länge, oder? Im Badezimmer ist das Handy auch nicht.
Diese Vorstellung, dass jetzt irgendjemand Fremdes mein Handy hat, alleine weil ich überall angemeldet bin bei YouTube und keine Ahnung was, irgendwelche Passwörter gespeichert, E-Mail vor allen Dingen. Vielleicht habe ich es hier irgendwo zwischengelegt, Mann. Vielleicht finden wir das Handy ja zusammen. Das wollte ich euch übrigens noch zeigen, dieses coole Ding. Das gibt es jetzt, glaube ich, neu im DM. Das ist ein Tangle-Teaser in Sternform und da unten kann man halt Haarspangen reintun. Das haben wir von einer lieben Zuschauerin bekommen und ich finde es so mega goldig. Leona liebt dieses Ding. Ich kann euch das mal zeigen. Das kann man hier so abmachen. Wow. Hat man so einen kleinen Tangle-Teaser. Und der ist gar nicht schlecht. Ist zwar von der Marke Abilene, aber der ist echt gut. Und Leona hat da gestern ihre ganzen Haarspangen gesammelt und die da reingetan. Ich finde es mega niedlich. Also wer das gerne hätte, wäre auch noch was für mich. Übrigens habe ich heute einen Urlaub gebucht. Zwar nicht in Deutschland, eigentlich wollten wir nach Föhr. Da war allerdings alles komplett ausgebucht, keine Chance. Und jetzt habe ich ein Häuschen gefunden in den Niederlanden und zwar in Zandvoort. Also wer schon mal da war, schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare. Habt ihr da irgendwelche Empfehlungen, Tipps, Restaurants? Keine Ahnung was. Auf jeden Fall haben wir da ein kleines Häuschen gefunden für eine Woche und direkt am Strand, beziehungsweise 3 Gehminuten zum Zentrum und 3 Gehminuten zum Strand, also strandnah. Und mit dem Zug sind es auch nur eine halbe Stunde bis nach Amsterdam. Gucken, wie das Wetter wird, wenn man mal sagt, es ist ein schlechter Tag, kann man mal in die Stadt fahren. Aber ich möchte hauptsächlich an den Strand mit den Kindern. Wenn ihr Bock habt, dass ich euch mitnehme in Urlaub, dann nehme ich gerne die Kamera mit. Sagt einfach Bescheid. Ich habe sogar schon wegen meinem Handy hier in den Seiten geguckt, ob das da irgendwie zwischengerutscht ist, mein Handy. Aber auch hier ist mein Handy nicht. Weil manchmal lege ich einfach die Schlüssel und so hier rein, wenn Pauline hier drin liegt. Ist hier drunter. Das wird ein Vlog, wo ich nur mein Handy suche. Und nachher liegt es ganz offensichtlich irgendwo und Alex findet es mit einmal. Die Frage ist, wer holt Leona ab? Und er kann mich ja nicht erreichen. So, Leona ist jetzt auch aus dem Kindergarten da. Komm, wir gucken mal. Weil es so warm heute im Kindergarten war, ne? Darf man mal die Spirale essen? Probier mal den. Okay, Mama nimmt die Spirale. Das ist ganz schön zerdetscht. Ja, das Lehrtuch da geben. Ja. Wir essen jetzt ein Eis und ich mache noch für Alex. Was ist das? Ein paar Berliner. Das sind Berliner. Berliner? Aber die müssen erst auftauen. Zack. Probier mal meins. Himbeer. Pauline Wein. Schmeckt das nice? Muss man jetzt auch noch aufmachen. Willst du meins probieren? Oder wir können tauschen. Nein, das ist meins. Soll ich deine Kamera wegschmeißen? Nein, sollst du nicht. Doch. Nein. So, was machen wir jetzt? Einkaufen die Stadt. Genau. Zuerst mal die Große. Wir fahren jetzt nach Mediamarkt und kaufen einen Ventilator. Sag mal Ventilator. Nee, erstmal ein Lolli. Und ein Lolli für Leona, ein Lutscher. So, ich habe die Kinder jetzt eingepackt wieder mal. Ich bin oft unterwegs zurzeit. Wir fahren jetzt einen Ventilator kaufen. Nee, erstmal ein Lolli. Und ein Lolli für Leona. Pauline habe ich gerade gestillt, so können wir noch in Ruhe fahren. Ich habe nur das Gestell für den Kinderwagen vergessen. Das heißt, ich darf gleich den Maxi-Cosi schleppen und muss irgendwie den Ventilator ins Auto kriegen. Mal sehen, ob ich jemand Nettes finde, der mir hilft. Das ist ganz groß. Ganz groß, ja. Wir haben es 29,5 Grad und es hat eben richtig dolle gedonnert. Leona ist ganz schnell ins Auto reingehüpft. Mal gucken, ob es heute Nacht noch richtig knallt. Oder Blitz oder Donner, genau. Ach so, Leute. Tada! Ich habe mein Handy wieder gefunden. Und ihr dürft tausendmal raten, wo es war. Ich habe wirklich dreimal in meinem Auto gesucht nach meinem Handy. Und wo lag es? Auf Leonas Kindersitz. Oder besser gesagt, in der Ritze von Leonas Kindersitz. Es muss mir da irgendwie zwischengerutscht sein. Aber jetzt habe ich es endlich wieder. Oh mein Gott. Ventilator gekauft. Ich zeige euch den gleich, wenn wir zu Hause sind. Eine liebe Mediamarkt-Mitarbeiterin hat mir die bis zum Auto getragen, die Kiste. Sehr, sehr nett. Sehr aufmerksam vor allen Dingen. Ich habe nicht mal was gesagt. Da! Was ist da? Da gibt's die. Tankstelle, da. Hier gibt's Süße, ne? So, Schatz.
bereit. Und ich habe mir so einen geilen Cookie mitgenommen. Die waren einzeln verpackt. 1,19 Euro. Ganz schön teuer. Ja. Habe ich vorher aber noch nie probiert. Und der ist gefüllt mit Nutella. So sieht er aus. Wieder sauber machen. Magst du das? Ja. 0 bis 10 Sterne. Wie viele Sterne vergibst du? Ganz viele. Ganz viele Sterne. Großes Gewitter. Die blauen habe ich gekommen. Der ist schön. Nimm mal dann raus, den Lutscher. Genau, der muss jetzt nass machen und dann da eintunken. Das war's. Boah, das ist cool. Das gefällt dir, es ist richtig laut. Ein Fuß. Ein Fußlutscher, ja. Boah, wenn man sich so die ganze Tüte in den Mund kippen würde, ne? Da ist Marmelade drin. Marmelade. Das ist Mini-Berliner sind das. Pauline genießt gerade die Ruhe. So, Alex holt jetzt den Ventilator aus dem Auto. Dann kann ich euch den mal eben schnell zeigen. Da muss ich auch schon Abendessen kochen. Den gab es nur in Blau. Der ist es geworden. 90 Euro Mediamarkt, wer Interesse hat. In Blau, wie Alex schon sagt. Vorsicht, Messer. Ah. Der soll leise sein, also nicht so laut wie die günstige. Darf man dann mitspielen? Nein, dann darf man nicht mitspielen. Nein, der macht nur Luft, Leona. Ja, da fliegt schon auseinander. Das muss er erstmal zusammenbauen. Kuscheltiere rein tun. Ja, dann hier, viel Spaß. Es gab leider solche nicht mit Fernbedienung. Aber egal. So, den Ventilator habe ich euch kurz gezeigt. Ein ganz normaler Standardventilator. Ich mache jetzt Essen, habe schon alles auf dem Herd stehen. Und schnippe jetzt gerade Leonas Essen. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und bis morgen. Ciao.